S1 Road Racing. Ich glaube, das Ding ist sogar S1. Ich glaube, ich könnte direkt hier mal meinen TVR probieren, wie gut der läuft. Genau. Das ist nicht das Ernst. Nehmen wir den doch mal. Mal sehen, was er läuft. Aber da kommen wir wieder in ein Ranking. Heute ist ein Hands-up mal kurz munter werden. Ich hoffe, das ist okay für euch. Okay, das sind jedem Supersportwagen und ein RS200. Interesting. Könnte sein, dass ich jetzt durch meine Reifenwahl im Road Racing einen Nachteil habe. Ich habe nämlich Winterreifen drauf. Ich kämpfe hier schon jetzt gegen Leute, die ein Ranking haben. Nice. Haben sie, glaube ich, ein bisschen gelockert, oder? Das Matchmaking. Weil gestern, in meinem ersten Spiel, war es wirklich komplett nur Leute ohne Ranking. Ein Freifahrtjagd muss mit 320 über Gelände. No problem. Das ist natürlich nice. Das heißt im Deutschen echt Freifahrtjagd. Das heißt im Englischen Free Roam Rush. Ich weiß nicht, wie das übersetzen, aber Rush ist doch keine Jagd. Okay, Beschleunigung habe ich schon mal. Bin ich dabei? Bin ich am Start? Bremsen habe ich auch gut. Hinter mir fährt ein Roter, das ist super mega nice. Platz 1 und 2 für ein Team ist immer gut. Da will ich nicht in diese Scheiße reinfahren, sonst wird dann übel langsam. Ich glaube, das ist dem Roten hinter mir nicht passiert. So, hier schön eng die Kurven nehmen. Und Gas geben. Früh raus beschleunigen. Weil die Strecke ist ja eigentlich echt super schön. Und Rot führt gerade richtig gut. Nice. Lecker, lecker. Da habe ich ein bisschen viel runtergebremst. War ich ein bisschen ängstlich. Die Kurve angeht. Ich wollte nämlich nicht driften nach Möglichkeit. Oh, hier ist die Tür vor der Nase zugemacht. Ich will natürlich nicht behindern, wenn er schneller wäre. Ich will hier nicht aufhalten, wenn der Road schneller ist hinter mir. Das ist nicht mein Plan. Oh shit. Da habe ich mich verfahren. Fahr vor. Ich meine, du bist gerade besser um die Kurven gekommen. Bin ich ja nur fair, wenn du vorfährst. Huch. Ja, ich will ihn ja nicht aufhalten. Ist mir ja Wurst. Ich meine, wir führen ja eh um Meilen gefühlt. Und auch nur einer von den Roten ist überhaupt hinter irgendwelchen Blauen. Also die... Wenn wir das hier nicht im Sack haben... Ah, keine Ahnung, da muss ich glaube ich jemanden einen Sub schenken oder so ein Quatsch. Also die Runde, ne? Nicht das Problem. Ich muss gleich gucken, was du geschrieben hast. Uff, jetzt bin ich in die blöden Scheiße reingefahren. Die haben die nicht so laut. Dass ich nicht machen wollte. Aber der Steve-Man, der geht ordentlich ab. Mit seinem Lambo. Sind auf der Straße? Der fährt jetzt durch einen Hurrikan. Ich wundere mich, dass er so gut geht. Ein Hurrikan ging immer richtig kacke. Muss bestimmt wieder irgendwelche Tuning-Sachen verändern. Ich meine, der hier ist quasi nackt. Der TVR. Glaube ich zumindest, oder? Oder ich habe ein Tuning eingebaut. Ich dachte, ich habe nur Leistungssachen eingebaut und kein Community Tuning. Ich habe mich, glaube ich, selber daran rumgeschraubt in Community Tuning. Finisho! Schön quer. Hallo.
6 machst du noch, dann bist du ranked. Damit du überhaupt mal die Belohnung kriegst oder was? Da in 8 Tagen oder so. Und dann schon eine Woche? Ich trottel. Also ich wollte erstmal ein bisschen hier ranformen. Wenn wir dann später zusammenspielen, dann gerne. Dann hole ich dich auch gerne wieder dazu. Aber aktuell spiele ich halt solo da. So, Free Roam Rush. Da auf jeden Fall cutten und eigentlich auch hier cutten. Hier ist alles Feld, da kann man auch gerade drüber ballern. Also andersrum aber. Das war kurz vor Ende, wo ich es gerade gesagt habe. Aber wir fahren einfach mal safe, würde ich sagen. Mal sehen, wie viel wir ankommen. Weil ich habe immer das Problem, ich erwische die scheiß Bäume in den Bereichen. Ich erwische immer die blöden Bäume. Irgendeiner ist hart abgekürzt schon. Aber ich habe ja auch hier ganz gut Speed, deswegen... Ach lol, da kam Musik, obwohl mein Radio aus ist. Was ist das für eine Bremsstelle? Fuck it. Ich habe mir viel Speed verloren. Kann ich nicht einfach rüberfahren? Ich kürze mal ein bisschen ab. Wenn ich fahre jetzt gerade das 1 und fahre mit 250 über das offene Gelände, ist eigentlich auch ganz gut. Wichtig ist, dass das Gelände offen ist für mich. Ups. Ich glaube, ich kann auf die Map gucken, theoretisch, ne? Aber das sieht mir nicht mehr so wahnsinnig offen aus. Viele Berge und alles. Brauche ich glaube ich lieber. Oh, nee, muss ich cutten. Puh. Ich habe dich gerade aufmerksam gemacht, dass man da abbiegen kann, oder was? Ich hab mir einfach die Wand, die Seite. Frechheit, sowas. Bäume, überall Bäume. Angst. Aber 1,5 Kilometer Destination ist glaube ich hier. Kattiger Form. Warum sagt er mir dann, dass ich wenden soll, Mensch? Ey, ich komme ja auf den Quatsch. Ich hab diesen verdammt langsam überfahren. Ich weiß, warum er sagt, dass ich wenden soll. Weil ich außen wahrscheinlich sogar schneller gewesen wäre. Move! Cranky! Moin! Moin, 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 moin! Wie läuft's bei dir? Ich fahr grad ein bisschen ranked. Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe Undertale nie gespielt, aber der Song ist geil. Ist gestern auch angefangen im Multiplayer-Rennen. Ranked Solo spiele ich gerade, ich denke schon. Also ich habe das Gefühl, man kann das machen. Deswegen ist es alleine wohl sogar einfacher. Aber versuch's einfach. Du brauchst halt gute Autos, ne? Also wenn du genug Autos zu Hause hast, für S1, nee, A bis S2, sowohl für Offroad als auch für Querfeld ein, Offroad und für Straße Autos, die du nehmen kannst, bist du gut aufgestellt. Ich habe glaube ich mindestens ein Straßenauto und ein Offroad-Auto für jedes Level, also 6 Autos, mit denen ich fahren könnte. Dann würde ich sagen, kann man machen. Ansonsten würde ich dir einfach mal empfehlen, fahr erstmal ein bisschen den Multiplayer so. Ohne Rank, dann gewöhnst du dich an die Fahrweise Multiplayer, beziehungsweise merkst, wie man fahren kann und lernst ein bisschen die Strecken und so kennen. Ich bin tatsächlich gerade relativ fair gefahren, wo ich sage, wäre ich zur Seite geschoben. Alter, ihr cuttet aber auch wie die Irren, Mann, und das sind vor allem meine Roten, die mir gerade in den Weg gecuttet haben. Junge, wir fahren im Team. Wie wäre es, wenn man nicht die ganze Zeit links und rechts fährst. Ich glaube, das war ein Tastaturspieler. Weil dieses Links-Rechts-Schlittern haben häufig die Tastaturspieler. Ich glaube, ich habe ihn da gerade ein bisschen rausgekickt dadurch. Was ist der Koridesu? Oh, shit. Da ging mein Popo hoch. Ja, Bremsen im Multiplayer werden überbewertet.
Aber du siehst, wenn man bremst, kommt man deutlich schneller durch die Kurven. Also beziehungsweise kommt man schneller auf die Geraden raus. Ach komm! Junge! Ich bin dein Teammate! Und dann fährt man einfach eiskalt in den Popo. Platz da. Bin halt schneller. Der erste Runde hat leider wenig Höchstgeschwindigkeit. Also leider für ihn. Und hier bin ich mit meinem Schneereifen echt gut aufgestellt. Ich habe ganz gut Topspeed, ganz gut Grip. Die Strecke ist fast ein bisschen überschneit. Da bin ich mit meinem Schneereifen auf jeden Fall besser dran. Ich merkte gerade, wie die hinter mir zu kämpfen haben und ich einfach ganz entspannt durch die Kurven fahre. Also das kann ich auch empfehlen, wenn jetzt so im Schnee gefahren wird, ein Straßenwagen, der schon mega viel Grip hat, vielleicht doch mit Schneereifen ausstatten. Du verlierst zwar ein bisschen Grip, aber dafür kannst du viel, viel besser Offroad oder hier auf solchen Strecken fahren. Anstatt mit den normalen Straßenreifen. Deshalb hier habe ich mir wieder Schneereifen drauf. Den ersten werde ich wahrscheinlich nicht, dafür ist der einfach zu weit weg, der andere. Der ist, glaube ich, auch mit am weitesten vorne gestartet. Ich konnte einfach von Anfang an vorne fahren, relativ ungestört. Das macht es immer ziemlich nice. Aber ich sag mal, ich verteidige die Stellung des roten Teams ganz gut und aktuell stehen die Punkte gut. Ich könnte also laufen, so wieder einen Sieg einfahren. Ich glaube, das letzte Ranking habe ich nicht gewonnen. Das ist aber ein bisschen schade. Das ist noch ein roter, dann kommt ein blauer, dann kommt wieder ganz viele rote. Also dieses Mittelfeld zu dominieren, ist halt einfach super gut. Wenn uns wird es noch viele Punkte bringen, wenn wir auch den ersten noch kriegen würden. Aber das ist nicht so gut möglich. Oh. Zieht es gut in die Kurven. Ich liebe Schneereifen. Lol, der wollte mich gerade noch holen. Genau, nicht bremsen, sondern wie möglich, ja, genau. Also hier, wenn du den Streamer-Modus nicht anmachst, du hast Radio aus, macht es in diesem Bildschirm irgendwie die Musik an. Finde ich schrecklich. Und hier kann man halt mal ein bisschen gucken, wie weit man kommt, ne? Und ich glaube, früh geht das auch noch ganz gut. Aber so ab Mittag, Nachmittag spacken ja die Server übel rum. Und hier stimmen wieder die Namen hinten zu den Fahrzeugen nicht, ne? Und entsprechend auch nicht zu den Leuten, die vorne stehen. Und ich will eigentlich gerade mir die FE Edition hier von dem TVR Sagaris holen. Aber dafür brauche ich noch ein paar Skillpunkte. Deswegen habe ich mir einfach ganze Rennen fahren, kriegst auch nebenbei Skillpunkte mit. Warum nicht? Und ich habe heute noch ein paar schöne Wheelspins für uns, ja, ein bisschen aufgespart. Ich meine, jetzt läuft hier wieder einer durch. Warum läuft hier jetzt ein Super Wheelspin durch? Sag mir jetzt nicht, der nimmt automatisch meine Super Wheelspins, weil ich die noch habe.